Es muss nicht immer Hybrid oder Elektro sein, wenn es um besonders sparsame und umweltfreundliche Antriebe geht. Mit Erdgas unter der Haube steht eine weniger aufwendige und umso günstigere Form der Motorisierung zur Verfügung. Audi bietet etwa den kompakten A3 Sportback G-Tron an. Ausgerüstet mit dem 110 PS TFSI-Motor, der für den Erdgasantrieb entsprechend modifiziert wurde, bringt der bivalente G-Tron sowohl im Gas- als auch Benzinbetrieb gleiche Leistungswerte. Prinzipiell ist das Auto mit Erdgas unterwegs. Ist der CNG-Tank leer, wechselt das Fahrzeug automatisch auf den Benzintank. Das funktioniert ohne Dazutun und nahezu unbemerkt vom Fahrer. Der Motor ist ab ca. 2500 Touren recht durchzugsstark und bleibt auch bei Kraftentfaltung akustisch zurückhaltend. Fazit: Erdgasfahren kann sportlich, komfortabel und ökonomisch zugleich sein. Die meisten Kostenvorteile lukriert man, wenn man bei jedem Tankvorgang Erdgas tankt. Und es ist auch so, dass das Tankstellennetz für Erdgasfahrzeuge immer dichter wird. Bei moderater Überlandfahrweise mussten die beiden Erdgastanks erst nach 301 Kilometer nachgefüllt werden, was einem Verbrauch von 4,1 Kilogramm Erdgas entspricht. Treibstoffkosten auf 100 Kilometer somit unschlagbar günstige 4,38 Euro. Und wenn keine CNG-Tankstelle vorhanden ist, steht der 50 Liter Benzintank zur Verfügung. Die Öffnungen für Benzin und für Erdgas befinden sich unter einer Klappe. Das Erdgastanken funktioniert im Großen und Ganzen genauso wie das Tanken von herkömmlichem Kraftstoff. Einzig der Tankvorgang dauert eine Spur länger. Bis auf die Erdgastechnologie und den durch die Erdgastanks etwas eingeschränkten Kofferraum handelt es sich um einen ganz normalen Audi A3 Sportback mit hochwertiger Verarbeitung und tadellosem Fahrverhalten. Die G-Tron-Preise starten bei 26.799 Euro. Der vergleichbare Benziner ist 2.400, der Diesel 1.200 Euro billiger. Dennoch kann sich der Mehrpreis je nach Einsatz und Kilometerleistung durchaus schon im zweiten Jahr amortisieren.